an der Front in Litauen. Auch im Raum um Kovno hatten die Sowjets zum Stoß nach Westen starke Verbände bereitgestellt. Deutsche Truppen rücken vor. Kampf vor Kalvaria. Zug stecken die Sowjets, wo sie auch Gelegenheit dazu fanden, alles in Brand. Stalin gab in einem Aufruf an die Sowjets den Befehl, bei Annäherung der deutschen Truppen Getreidevorräte, Dörfer und Städte durch Feuer zu vernichten. Der bolschewistische Rückzug wird damit zu einer einzigen Brandfackel. Das nächste Ziel ist Wilna. Artillerie hat die Straße nach Wilna, die von sowjetischen Panzern gesperrt wird, freizukämpfen.